Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum 1860 München Projekt oder auch Servus YouTube. Habe ich vergessen, einfach zu sagen. Beste Leben. Ja, Romero hat sich verletzt, fällt bis zum 11.12. aus. Das heißt ja, für dieses Spiel ist er nicht da. Traoré kann dann wieder rein. Ich dachte so, ja geil, kann er vielleicht mal einmal spielen. Nakai kann dafür mit. Wir nehmen ihn einfach mal mit. Marin und Amiri sind wieder gut in Form. Die bleiben halt, aber Nietzsche ist gut in Form. Bale. Ja, und wir müssen das jetzt mal machen. Was ist mit diesen verdammten Ecken? Ich gebe immer an, dass Jung das machen soll. Oder habe ich gesagt, Aufgaben macht der Co-Trainer? Habe ich das abgegeben? Mitarbeiter? Aufgaben übertragen? Weiß die Aufgaben zu? Nee, Florian Beckmann. Ich mache alles von der ersten Mannschaft. Trainingsplan, Trainingsziele, habe ich alles gemacht. Höwe, das stellt die Reservemannschaft aus. Erweitert Umfeld, Regel, Stadionausbau, ich baue internationale Jugendcamps. Haben wir eins? Ja, wir bauen eins in Mailand, ne? Ist in einem Jahr fertig, knapp. Läuft hart. So, ja, jetzt also gegen Wolfsburg. Also diese Folge wird noch kürzer, weil es halt gegen Wolfsburg geht. Und wir schon mit den Spielern gesprochen haben, aber wir können ja nochmal gucken. Ne, die Scout-Berichte sind erst bald fertig. Die sind noch nicht fertig. Von dem jungen Mann. Wir gehen direkt rein. In die Partie gegen Wolfsburg. So, Hörlux-Stadion. Wolfsburg, ja. Zwei Unentschieden. 2-2-2 in Folge. Würde ich jetzt auch unterschreiben. Aber Jungs, geht einfach raus. Spielt ordentlichen Fußball. Denn dann regelt sich das schon alles. Ich weiß, ihr kriegt das irgendwie gebacken. Henry Müller ist der Schiedsrichter der Partie. Macht einen halbwegs vernünftigen Job. Und dann bin ich komplett zufrieden. Nicht so wie die zweite Halbzeit gegen Freiburg. Ich will mal ein Spiel nicht in Rage kommen. Meine Fresse. So. Beide Mannschaften schon jeweils mit einer schönen Kombination, auch wenn es noch nicht zu einer echten Chance gereicht hat. Wir kriegen die erste Chance in der 10. Minute. Schöner Pass von Amiri. Aber die Wolfsburger Verteidigung hat aufgepasst und ist eher am Ball als die Angreifer. Gut. Jetzt kommt Wolfsburg. Natürlich mit einer guten Chance, weil ich kriege nur kleine Chancen. Ein Schlager. Passt auf Wilkost. Der spielt das Leder sofort nach innen. Wo Mavropanos im letzten Moment vor dem heranstürmenden Marmoush klärt. Aber ich krieg keine guten Chancen mehr. Ecke von links. Arnold, die erste in diesem Spiel. Für Wolfsburg. Mavropanos klärt per Kopf. Ja, der ist on fire. Mavropanos ist gerade on fire. On fire, das war das richtige Wort. Oh, wir haben wieder eine Aktion, aber nur eine kleine. Schöne Konter von 80-60. Traoré verzieht schließlich aus Spitzenwinkel. Keine Gefahr. Also jetzt mal Konzentration. Erstmal echt Konzentration. Das kann doch nicht sein, dass wir jedes Mal nur kleine Chancen kriegen. Und der Gegner halt immer mindestens zwei oder halt sehr gute Aufregung im 60er Strafraum. Marmoush ist durch. Doch der Assistent an der Linie winkt abseits. Ein knappes Ding. Gut. So. Jetzt wieder Wolfsburg. Wieder eine gute. Nein, natürlich eine sehr gute. Der geht rein. Sololauf. Arnold durch die 60er Abwehr. Mavropanos kann zunächst klären. Doch der Ball kommt wieder zu Arnold. Der nicht lange fackelt. Und zum Beispiel. Es ist so dreckig. Es ist einfach so dreckig, wie wir spielen letzte Zeit. Keine Konzentration, keine Defensive, kein gar nichts. Geht jetzt drauf, Jungs. Geht jetzt drauf. Vor der Halbzeit. Nein, es kommt wieder Wolfsburg. Gibt's White. Läuft sich auf rechts frei. Flankt dann zu Schlager. Das war eine kleine Chance. Ne, schneller kommt auf den Tor. Kommt aus dem Tor heraus. Pflückt den hohen Ball sicher herunter. Ja. Zum Kotzen. Es ist einfach zum Kotzen. Weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll oder was ich dagegen noch machen soll. Es kommt nur Wolfsburg. Wieder sehr gute Chance. Ja, 2-0. Ein langer Ball von Luca Kilian erreicht den Fuß von Marmoush. Der kommt problemlos an Mavropanos vorbei. Steuert alleine auf schneller zu und schiebt durch die Trosenträger. Aus 9 Metern lässt er den Keeper keine Chance. Es ist zum Kotzen, es ist einfach zum Kotzen, wie es läuft. Sie geht drauf, sie gehen nicht drauf, sie machen einfach gar nichts. Abwehr habe ich nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll mit dieser Mannschaft. Ich meine, Wolfsburg ist natürlich eine stärkere Mannschaft, aber trotzdem. Das kann nicht so sein. Offensiv kommt einfach gar nichts. Wir gehen mit einem 0-2 Rückstand in die Halbzeit. Marvin, ja komm, du gehst runter. Ja, ey, wisst ihr was?
Ich habe nichts zu verlieren. Ich habe hier nichts in diesem Spiel zu verlieren. Wir holen sowieso nicht auf. Ah, ich habe gar keinen Rechtsaußenspieler. Ich habe gar keinen Rechtsaußenspieler, den ich spielen lassen kann. Habe ich, wer kann alles Rechtsaußen spielen? Bell, Gittens, Amiri. Ja, komm. Ich bin sowieso genervt von alles gerade. Ich bin einfach genervt von meiner ganzen Präsenz dieser Mannschaft. So, ein Wechsel habe ich noch, Spielergespräche. Das machst Assistent, das machst du ausnahmsweise. Nein, Mavropanos. Dich muss ich loben. Du bist der Einzige, der das spielt. Auf dem verdammten Platz, hört ihr das? Der Einzige von euch. Da muss mehr kommen. Marvin, Odogade, Bogarde und Dianne, Udokai, Bogarde und Itta. Da muss einfach mehr kommen von euch. Das war nicht der verdammte Matchplan. Ich weiß, dass ihr das besser könnt. Also macht es so, wie wir es im Training einstudiert haben, Jungs. Okay? Und raus da. Der Rest von euch macht sich warm. Bergui schießt aus dem Ball aus 23 Metern Richtung Tor. Viertens bringt den eigentlich harmlosen Ball noch seine Rübe heran. Und lässt den mit eher zufälligen Kopfball bedauern, Kassel keine Chance. Alter, genau so, genau so. Ihr kommt rein und macht direkt das Ding. Seht ihr das auf der Bank? Seht ihr das? So geht das. Ganz einfach. Ganz einfach. Auf einmal sind wir drin im Game. Aber lasst doch nicht Wolfsburg nur kommen. Und schon wieder direkt. Udokai hindert Schlager erfolgreich am Flanken. Und klärt zur Ecke. Stark. Danke. Danke, Udokai. Hast du auf meine Motivation gehört? Jetzt kommt erstmal die Ecke. Von Arnold. Will natürlich eine sehr gute Ecke. Perfekt. Ja. Bringt eine Ecke weit nach innen. Der Ball kommt völlig zu freistehenden Wekos. Der zieht direkt ab. Schießt aber genau auf Schneller. Ja, keine Mühe, Arthur. Aber ehrlich, ihr lässt den Stürmer komplett frei stehen. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Ehrlich jetzt. Lasst doch nicht nur kommen. Bogarde ist nach einer Flanke von Roussillon einen Schritt schneller als morgen gibt's weit und klärt zur Ecke. Lukas, du gehst rein für Felix. Der hat keinen Bock mehr. Wir haben alle keinen Bock mehr. Ecke von links. Schneller zögert im 1:1 gegen Mamouche. Schneller! Sichert sich das Leder aber dennoch. Ja, wenigstens etwas. Meine Fresse, ich weiß nicht, was ich euch noch auf den Weg geben soll. Was soll ich euch noch auf den Weg geben? Das Stadion ist ausverkauft. Vielen Dank, ja. Das ist natürlich sehr nice, das freut mich. Aber wir wollen den Fans doch auch was bieten und nicht nur eine Niederlage nach der anderen oder einen Unentschieden nach der anderen. Das geht so nicht. Lasst nicht nur Wolfsburg spielen. Ecke von links, Arnold. Vierte in diesem Spiel mittlerweile. Die Ecke ist ein Tick zu kurz. Kein Problem für Lukas May. Der den Ball unter Kontrolle bekommen und klären kann. Okay, wichtig, wichtig. Lukas May ist da. Lukas May hat Bock. Die Fans treiben ihre Mannschaften jetzt nach vorne. Jung, mit einer schönen Balleroberung im Mittelfeld. Voller Angriff jetzt, die letzten 10 Minuten. Holt hier noch dieses 2:2. Es wäre so wichtig, es wäre einfach so wichtig. Lässt Kassel spielt auf Zeit, ja. Es ist so lächerlich, es ist so lächerlich. Spielt immer schön auf Zeit, ihr Sackgesichter. Schlotterbeck kommt für Brooks. Nee, Brooks kommt für Schlotterbeck. Wieder bei Wolfsburg. Beste Leben. Oh, wir kriegen nochmal eine Chance. Abschlag von Lukas Schneller. Gittens nimmt den Ball auf der linken Spielfeldseite an. Wurtet los wie ein Verrückter. Dann zieht er nach innen. Hier geht den Ball aus 18 Metern genau unter den Querbalken. Beino, Gittens, du bist wahnsinnig. Du bist wahnsinnig. Du bist wahnsinnig. Ich wechsle alles, quasi alles um und denke mir so, ja, das wird sowieso nichts mehr. Wir haben hier nichts zu verlieren, weil Wolfsburg einfach spielt, wie sie wollen. Arnold schickt Weghorst. Der gerät auf dem Weg jedoch ins Stolpern. Und kann Mavropanos noch vom Ball, kann von Mavropanos noch vom Ball getrennt werden. Alter, Gittens, du bist wahnsinnig. Du bist wahnsinnig. Ich kann nicht glauben, was du hier gerade abgeliefert hast. Ich kann es nicht glauben. Jetzt kommt Wolfsburg auf jeden Fall nochmal. Arnold kommt im Strafraum zum Abschluss. Schneller taucht hinab. Kann die Kugel aber nicht festhalten. Mai klärt mit etwas Glück vor Philipp zur Ecke. Mai, Junge, du bist on fire. Die Ecke jetzt.
Ecke von links, die fünfte in diesem Spiel. Die Ecke kommt hoch herein. Schneller, pflückt den Ball sicher herunter. Komm schon, voller Angriff. Letzte Minute, ein Lucky Punch. Ein Lucky Punch in den letzten zwei Minuten. In den letzten zwei Minuten. Nein, es kommt Wolfsburg. Es kommt Wolfsburg. Schlager hat den Ball im Halbfeld. Legt ihn weit in den Strafraum nach außen. Bogarde will zum Ball gehen. Aber nach einem Zuruf von Mavropanos lässt er den Ball passieren. Mamouche kann nicht mehr eingreifen. Der Ball landet im Tor aus. Und das ist der Schlusspfiff. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Beino Gittens. Du bist wahnsinnig. Du bist wahnsinnig. Du bist wahnsinnig. Was war das, bitteschön? Für eine Leistung. Drei Spiele in Folge 2:2. Es ist unglaublich, was wir momentan an 2:2 spielen, aber wir liegen mit 2:0 hinten, weil einfach alles reinmacht. Die machen nur Druck. Von uns kommt gar nichts. Wir haben drei Chancen. Die haben fünf. Beino Gittens ist Spieler des Spiels. Das sagt alles. Das sagt einfach alles. Wir haben das Ding hier gedreht. Wir haben es einfach gedreht. Es ist unglaublich. Drei Unentschieden in Folge. 13 Punkte. Es läuft. Leverkusen spielt währenddessen 0:0 gegen Bayern. Hoffenheim 2:1 gegen Freiburg. Köln 2:2 gegen Dortmund. Gladbach 2:2 gegen Frankfurt. Hamburg 0:2 gegen Hertha. Mainz 2:3 gegen Leipzig. Schalke 2:0 gegen Augsburg. Und Nürnberg 0:1 gegen Hannover. Es ist einfach unglaublich. Leverkusen behauptet den ersten Platz mit einem Unentschieden, weil alle oben da die ersten fünf spielen. Alle Unentschieden. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich einfach. Oh ja, und Köln, die bleiben einfach mit Unentschieden. Die spielen einfach jedes Spiel als Unentschieden, wenn wir Unentschieden spielen. Das ist einfach unglaublich. Wir gucken in die Spieltagsstatistik, wir schauen. Beino Gittens ist natürlich dabei. Mavropanos ist dabei. Als Spieler des Tages ist natürlich Beino Gittens. Er hat auch verdient, in den nächsten Spielen in der Startelf zu sein. Das ist unglaublich, was der gespielt hat. Ich weiß nicht, wie oft ich noch sagen soll. Es ist einfach unglaublich. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist einfach unglaublich. Aber hier haben wir noch eine andere Nachricht. Cavani erreicht eine neue Erfahrungsstufe. Der Junge links außen und rechts außen kann er auch spielen. Wir können ihn nächstes Jahr hochziehen, auf jeden Fall. Beino Gittens darf starten nächstes Spiel. Romero müsste wieder fit sein, dann kann ich das so machen. Nakaya kommt nicht rein, er hat auch direkt eine 5 gehabt. Machen wir das so. Avonici, ja, Beagui. Ja, der kommt auch nicht. Ja, okay, aber er ist halt stärker. Machen wir das so. Und Mai, Alter, Mai. Mai, was soll ich zu dir sagen? Super, super Leistung, was du da auf den Platz bringst. Es ist echt unglaublich. Es ist einfach unglaublich. So, wir können ja nochmal den Transfermarkt sondieren. Gibt es noch irgendwelche Torhüter, wo wir sagen, warte, ich will nicht auf Torhüter gehen, sondern auf alle 74er. Wo läuft der Vertrag aus? Ist da irgendwie noch was, wo ich sagen muss, das muss ich mir marken. Hier, Sergio Trigueros hier von Köln. Oh, das wäre natürlich auch ein Monster, ne? Von der Verstärkung her, da müsste ich aber einen abgeben, das ist das Ding. Da müsste ich aber einen abgeben, wenn ich ihn hole als Spielmacher. Ross Barkley, Tavernier, Romero. Warte, erstmal die voll gescouteten. Glatzel von Hamburg. Onisivo. Klub. Garcia. Halzenberg, linke Verteidigung. Severovic. Shaqiri. Ja, ja, da sind schon einige bei, wo ich wirklich sagen muss. Klingt nice. Klingt nice. Aber er hier wäre wirklich so, wo ich sage, hat eine Grundstärke von 77. Da würde ich wirklich sogar mitgehen. Dann würde ich, aber wir haben so viele zentrale Mittelfeldspieler, ne? Ich müsste eigentlich mit gefühlt mit zentralen Mittelfeldspielern müsste ich. Ich müsste mit drei spielen. Mit drei zentralen Mittelfeldspielern. Müsste ich auf den Platz gehen. So. Palme. Marien, wir nehmen jetzt Nakai wieder mit, weil er halt spielen kann und Palme kann wieder von Anfang an spielen. Auf jeden Fall, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hier beende ich die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Lasst ein Abo da. Unterstützt mich einfach irgendwie. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass